Salam alaikum und hallo allerseits. Es gibt zahlreiche Überlieferungen zum Thema Mund- und Zahnhygiene des Propheten. Und ich möchte heute über die Themen reden, was man als Zahnstocher benutzen sollte und was nicht. Und womit man seine Zähne putzen sollte und wie oft zum Beispiel. Und dazu werde ich inshallah die Überlieferung des Propheten vorlesen. Also fangen wir direkt an. Beginnen wir mit dem Thema Zahnstocher. Der Prophet sprach: Benutzt nach dem Essen Zahnstocher und reinigt euren Mundraum, denn es führt zur Gesundheit eurer Eck- und Mahlzähne. Und es gibt einen weiteren Grund, warum man nach dem Essen die Zähne mit dem Zahnstocher reinigen sollte. Der Prophet sprach: Benutzt Zahnstocher, denn bei den Engeln ist nichts ungebührlicher, als dass sich zwischen den Zähnen Essensreste befinden. Es gibt aber auch einige Dinge, die man nicht als Zahnstocher verwenden sollte. Der Prophet verbot das Benutzen des Granatapfelbaums, der Myrte und des Schilfs als Zahnstocher und sprach dazu, sie sind die Wurzel von Lepra. Auch verbot der Prophet das Benutzen von Basilikumstängel als Zahnstocher. So, kommen wir jetzt zum Thema Zähneputzen. Bevor ich euch aber die Überlieferungen dazu vorlese, womit man Zähne putzen sollte und wie oft man Zähne putzen sollte, möchte ich euch nochmal eine allgemeine Überlieferung zum Thema Zähneputzen vorlesen. Der Prophet sprach, das Zähneputzen enthält 12 Besonderheiten. Es führt zur Sauberkeit des Mundraums, es führt zur Zufriedenheit Gottes, es macht die Zähne weiß, es entfernt den Zahnschmelz, es reduziert den Auswurf, es macht das Essen wohlschmeckend, es vermehrt die Wohltaten der guten Handlungen, mit der Ausübung davon wird die Verfahrensweise des Propheten ausgeführt, es führt zur Anwesenheit der Engel, es stärkt das Zahnfleisch, es lässt durch den koranischen Durchgang passieren und bei Gott sind 2 Gebetsabschnitte, die mit geputzten Zähnen verrichtet wurden, beliebter als 70 Gebetsabschnitte, die ohne geputzte Zähne verrichtet wurden. Und nun zum Thema, womit sollte sich ein Muslim nach den Überlieferungen die Zähne putzen? Der Prophet sprach, was für eine gute Zahnbürste Miswak doch das Holz des Olivenbaums ist. Sie ist von einem segensreichen Baum, der den Mund wohlriechend macht und den Zahnschmelz entfernt. Dieses Holz ist die Zahnbürste von mir und der Propheten vor mir. Ich habe mal kurz recherchiert, was das Gute an der Holzzahnbürste, an dieser Miswak ist. Und anders als Plastikborsten nehmen Holzfasern Feuchtigkeit auf. Und diese Feuchtigkeit führt dazu, dass sie weich werden. Und weich bedeutet sanft. Das heißt, diese Holzzahnbürsten, diese Holzborsten sind dann sanft zu euren Zähnen. Gleichzeitig fasst ein Miswak-Holz auf eine bestimmte Größe mehr Fasern als eine Zahnbürste, als eine Plastikzahnbürste. Und ja, mehr Fasern bedeutet eben mehr Reinigung. Diese Miswak-Zahnbürste putzt also einmal sanfter und auch gründlicher als eine normale Plastikzahnbürste. Und hinzu kommt, dass eine Miswak auch in sich schon aus Inhaltsstoffen besteht, die wir für unsere Zahnpflege brauchen, also für die Gesundheit unserer Zähne brauchen. Diese Miswak ist also Zahnbürste und Zahnpasta gleichzeitig. Zur Häufigkeit des Zähneputzens wird überliefert, dass der Prophet 3-mal in der Nacht seine Zähne geputzt hat. Vor dem Schlafengehen, vor dem Gebet und anderen Gottesdiensten der Nacht und vor dem Verlassen des Hauses für das Verrichten des Morgengebetes. Und weiter wird auch überliefert, dass der Prophet zwischen den Gebeten auch seine Zähne geputzt hat. So viel erstmal von mir zum Thema Mund- und Zahnhygiene. Inshallah, bis bald. Tschüss und Salamu alaikum.